Hallo und herzlich willkommen zum Radio 1 Filmtipp der Woche. Am 3. März ist der 80. Geburtstag einer der ganz großen Charakterdarstellerinnen Deutschlands, Jutta Hoffmann, eine radikale, mutige Schauspielerin, die immer wieder Experimente gewagt hat, wichtige Deva-Filme gedreht hat, wie Die Schlüssel oder Junge Frau von 1914 und auch im Westen sehr erfolgreich war. Denken Sie nur an die Fernsehserie Motzki. Allerdings, und das ist leider schade, in Deutschland gibt es für Frauen in diesem Alter keine Altersrollen mehr, keine großen Aufgaben. Das ist sehr bedauerlich. In Frankreich zum Beispiel würde man einer solchen Frau immer wieder neue Drehbücher schreiben. Aber es gab eine große Ausnahme und das ist heute unsere Empfehlung. 2016 den Fernsehfilm Ein Teil von uns. Da spielt sie eine obdachlose, geistig verwirrte Frau, die seelisch und körperlich völlig heruntergekommen plötzlich wieder auftaucht und ihrer Tochter, gespielt von Brigitte Hopmeier, das Leben schwer macht. Dieser Film von Nicole Wegmann ist sehr aufrichtig. Er zeigt, was für eine Zumutung diese tobende, rasende, aggressive, bösartige Frau für die Familie ist. Sie zeigt aber auch, wie die Familie, vor allem die Tochter, versucht, sich darauf einzustellen, also die Verantwortung zu übernehmen, diese Zumutung irgendwie zu verarbeiten, aber gleichzeitig auch das Recht auf das eigene Leben zu bewahren. Das ist eine so rückhaltlose Darstellung von Jutta Hoffmann, die geradezu schmerzhaft ist, eine ihrer schönsten Rollen, und es war wunderbar, dass man ihr diese Rolle gegeben hat. Sie erhielt dafür dann auch hochverdient den Grimme-Preis. Glückwunsch, Jutta Hoffmann zum 80. und eine unbedingte Empfehlung, ein Teil von uns. Dieser Film ist auf DVD erschienen und dies war unser Filmtipp der Woche. Noch mehr Kino gibt's jeden Samstag von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.